Aber ich habe natürlich schon manches auf meinen Reisen noch nicht gesehen. Wie heißt dieses Land? Amerika, Nada. Amerika, Nada? Yep, süßes Heim, Amerika, Nada, allein. Also, was darf's heute sein? Tut mir leid, was? Wisst ihr, ihr seid die erste Person, die sich von dieser Frage verwirren lässt, obwohl das hier allem Anschein nach ein Lokal ist, in dem getrunken wird. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ist es mein Verhalten? Wirke ich nicht gastwirtlich genug? Nein, nein, Sie, ihr seid völlig gastwirtlich. Ihr verströmt geradezu Kneipierismus. Zu trinken? Bier. Was bestellt man in einer altertümlichen Taverne? In der Stadt scheinen Festlichkeiten im Gange zu sein. Halte ich es für die Leute hier? Die Kleidung, die ich trage, ist warm und kratzig. Und ich habe dringend ein in der Stadt. Zu einem Festgetränk mit einem kleinen Schirmchen drin würde ich nicht nein sagen. Wie bitte? Warum sollten Getränke Schutz vor Regen nötig haben? Das hätte ich voraussehen sollen. Habt ihr was in einem hohen Glas, das süß und nicht allzu stark ist? Am liebsten mit Obststückchen garniert. Wie wär's mit einem Krug verdünntem Apfelmost mit einem Apfel drin? Das wird auch gehen. Seid ihr sicher, dass ihr hier am richtigen Ort seid? Ganz und gar nicht. Ehrlichkeit, das gefällt mir. Die ist heutzutage allzu selten. Eurem Aufzug nach und naja, allem an euch würde ich sagen, dass ihr wohl irgendeinen Ort in Hohenhall sucht, nicht hier unten am Hafen. Das ist eine raue Gegend und tja, zwischen den Nichtsnutzen, die meine übliche Kundschaft sind, fallt ihr auf. Und aufzufallen ist derzeit nicht immer etwas Gutes. Ich bin sicher, dass dieser Ort irgendeine Verbindung zum Widerstand hat. Ich sollte ihn dazu bringen, dass er weiterredet. Vielleicht hat er recht. Vielleicht versucht er, mich auch nur loszuwerden. Ich kann mich ein wenig umsehen und später zurückkommen. Nein, ich mag solche Orte. Ich stehe auf Spelunken. Tut mir leid, dass... Ist mir so rausgerutscht. Das ist seit langer Zeit das Netteste, was irgendjemand über mein Lokal gesagt hat. Wirklich? Mit der Sprache ist das so eine Sache. Also, womit kann ich euch noch helfen, junge Dame? Ich frage mich, wozu sie diese Drachen über der Stadt stand. Er hat etwas von einer Zeremonie am Turm gesagt. Bislang habe ich nur Menschen gesehen. Früher gab es hier blaue Leute, pelzige Leute, nichtmenschliche Leute. Wo sind die? Diese Kneipe hieß nicht Rooster and Kitten, als ich das letzte... Die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Weniger Nichtmensch. Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Soldaten gesehen. Ich frage mich, ob die Asadi in Makuria immer noch so präsent sind. Es findet irgendein Fest statt. Erntemond? Ein paar erklärende Worte wäre nicht schlecht. Ja, mal Kurier. Es ist eine Weile her, seit ich zuletzt hier war. Was gibt's Neues? Eurem Alter nach... Verzeiht, ich wollte mir nicht anmaßen. Vielleicht ist euer letzter Besuch noch gar nicht so lange her. Oh, mindestens anderthalb Jahre. Mindestens? Naja, es gibt keine Altstadt mehr. Sie haben das Ghetto niedergebrannt und viele Nichtmenschen auf die Inseln verfrachtet. Außerdem haben die Asadi ein Netz aus Metallrohren aufgebaut. Es ist überall. Niemand weiß, wozu es dient, aber es ist da. Angeblich soll es für Effizienz sorgen. Und sie haben ihren Turm vollendet. Er ist bis zur großen Zeremonie nächste Woche abgesperrt, aber ein beeindruckendes Gebäude. Das höchste im ganzen Nordland, sagen sie. Okay, dann wollen wir mal die magischen Folgen. Ups, falsche Taste. Bislang habe ich nur... Wo sind die ganzen magischen Völker? Das wisst ihr nicht? Nun gut, ihr seid fremd hier. Sie wurden in ihre ursprüngliche Heimat, wie lautet das Wort, repatriiert. Das ist zu ihrem eigenen Besten. Makuria ist jetzt eine Menschenstadt. Zauberei braucht man hier nicht mehr. Die Magischen haben es im Süden besser, da bin ich sicher. Ihr klingt nicht überzeugt. Ich bin sicher. Okay. Diese
Ich höre ständig vom Erntemond, dem Fest der... Wollte ich nicht. Ich dachte, ihr wärt deswegen nach Makuria gekommen. Ja, bin ich. Deswegen bin ich gekommen, nach Makuria. Aber könnt ihr mir vielleicht mehr dazu sagen? Ich bin nicht die ganze Literatur durchgegangen, bevor ich gebucht habe und, naja. Es ist unser Erntefest. Es findet statt, wenn die Bauern ihre Erzeugnisse auf die Märkte der Stadt bringen. Wir feiern diesen Anlass ausgelassen einen ganzen Monat lang. Das Ganze gipfelt in den Festlichkeiten zur Erntemondnacht. Damit danken wir der Erde und dem Himmel, dem Gleichgewicht, den Göttern und Göttinnen, dass sie uns Nahrung für die folgenden dunklen Monate gegeben haben. Und es ist eine tolle Ausrede dafür, so viel zu essen und zu trinken, wie man nur kann. Diese... War das hier früher nicht das, Das Cock and Puss. Ja, da hielt sich jemand für witzig. Oh, wir kapieren den Witz alle. Der großspurige Gockel, der so gerne Hahn im Korb wäre. Welch kluges Wortspiel. Schaut nur, wir jonglieren mit Worten wie mit rohen Eiern. Ja, Moment, was? Mir gefiel das nicht. Zu wohl überlegt, um gut zu sein. Aber das Bild einer kleinen, breit lächelnden Miezekatze, die auf einem stolzen Kapaun reitet. Damit konnte ich mich anfreunden. Das ist süß, aufrichtig, familientauglich. Das ist, wie meine Kundschaft mich sehen soll. Okay, dann... Auf dem Weg leiten die Asadi noch immer die Stadt? Oh, das tun sie nicht. Der Rat leitet die Stadt. Die Abgesandte ist... Sie ist eine Beraterin. Ihr Rat ist unbezahlbar, von großem Wert, für uns alle. Klingt nach einer guten Übereinkunft. Und die Soldaten überall? Zu unserem Schutz und unserem Wohl. Sie sorgen dafür, dass wir sicher sind. Vor Feinden von außen und innen. Vor Rebellen, Terroristen und dergleichen. Okay. Falls dieser Ort eine Verbindung zum Widerstand hat, muss dieser Mann es wissen. Hoffentlich schmeißt er mich nicht raus, wenn ich danach frage. Wir fragen erstmal. Was hat es mit der großen Zeremonie auf sich? Das ist die offizielle Vorstellung des Rohrnetzes. Ich schätze, Sie werden uns bei der Gelegenheit erklären, inwiefern zukünftig für Effizienz gesorgt wird. Die Zeremonie findet nächste Woche statt, am Tag des Erntemonds. Vermutlich dachte die Abgesandte, es würde zu den Feierlichkeiten beitragen. Um ehrlich zu sein, wird es für uns Makurier keinen großen Unterschied machen. Wir werden trotzdem zu viel essen, zu viel trinken und bei Sonnenaufgang im Rinnstein wegduseln. Ich meine, es ist Tradition. Und Traditionen muss man ehren. Mhm. Haben diese roten Papierflieger eine besondere Bedeutung? Flieger? Ihr meint die Drachen. Sie sind was Traditionelles. Aber man sieht sie nicht gern. Wisst ihr, heutzutage sind sie mehr ein Symbol. Sie stehen für die Magie, das Gleichgewicht, die Draikin. Und sie symbolisieren den Widerstand gegen die Asadi, die neuen Gesetze, gegen das Exil der Magischen. Wenn ihr mit einem Drachen erwischt werdet oder auch nur zu nahe bei jemandem steht, der einen hat, verhaften euch die Wachen und ihr werdet bestraft. Am besten ignoriert ihr sie und meidet Ärger. Denn genau das bringen diese Drachen ein. Ärger. Oh je, okay, das habe ich nur noch eins. Was wisst ihr über den Widerstand? Ihr wisst schon, die Rebellenbewegung. Den Aufstand der Magischen? Nein? Wir reden hier nicht über Terroristen, meine Dame. Oh, klar, tut mir leid, ich wollte nicht... Ich war nur neugierig. Ich sag euch was. Es gibt jemanden, mit dem ihr vielleicht reden wollt, drüben in der Schmiede an den Grünanlagen. Das ist auf der anderen Seite der Stadt, beim Tor ins Gehäuse. Geht und klopft an der Tür, sagt ihnen, dass ihr euch nach der Bibliothek erkundigen wollt. Und jetzt habe ich zu tun, fürchte ich. Ich habe meine anderen Gäste schon zu lange vernachlässigt. Oh, tut mir leid. Danke für all eure Hilfe. Besuche die Schmiede an den Grünanlagen. Okay, dann wollen wir mal. Aber,
Zoe, du machst das eigentlich total auffällig. Mädchen. Naja, wir schauen mal, was das jetzt, oder was jetzt passiert, da Zoe ja so auffällig gefragt hat. Noch auffälliger ging's echt nicht, oder Zoe? Na? Put, komm. Es lädt schon wieder super lange. Komm. Heute noch? Jetzt. Okay. Ah, Krähe ist ja. Stimmt. Ich habe eine Spur zum Widerstand. Während ich ihr nachgehe, möchte ich, dass du etwas erledigst. Eine Mission. Ha, Mission ist mein zweiter Vorname. Nein, das stimmt nicht. Es ist Edward. Nein, ist auch gelogen. Ich wollte bloß immer ein Edward sein. Ich brauche einen Überblick über die Dinge. Und zwar aus der Vogelperspektive. Versuchst du etwa, mich loszuwerden, Zoe? Natürlich nicht. Aber mir wäre viel wohler, wenn du von da oben aus auf mich aufpasst, während ich hier unten dieser Spur folge. Ich fühle ein Schwellen im Brustkorb und das kann nur eins bedeuten. Stolz? Nein, ich muss gleich rülpsen. Aber ich werde tun, worum du mich bittest. Und ich werde stolz heucheln, wenn du es so haben willst. Hau rein. Geronimo! Nein, andersrum. Ominorek! Krähe gefällt mir. Krähe ist cool. Genauso wie Emu. Enu. Enu heißt sie. Mit N. Nicht mit M. Schmiede. Auf der anderen Seite der Grünanlagen. Werden wir finden. Bin also, ich mir sicher. Wie läuft das Geschäft? Ziemlich gut. Irgendwie zumindest. Sind die Ziegen noch da? Och nö, die Ziegen sind nicht mehr da. Aber dieses seltsame Wesen ist da. Was bist du nur? Warte mal, Zoe sagt was darüber. Wie nennt man die hier noch? Oldwane? Elwang? Irgendwas in die Richtung. Sie sind sehr gefügig wie riesige Flusspferde. Moment, sind Flusspferde gefügig oder gefährlich? Ich glaube gefährlich. Na toll. Okay. Schmiede. Was ist das? Schon an der Radierung kann ich sehen, dass das ein windiger Typ ist. Onor Hilleris. Was ist das denn für ein Name? Ziemlich windiger Name, finde ich. Okay, was haben wir da? Ich kann dieses magische Plakat nicht angucken. Ja, dann halt nicht. Schmiede. Du kriegst irgendwo in der Luft. Oder auch nicht. Irgendwo hier soll eine Schmiede sein. Ist hier die Schmiede? Die altertümliche Schmiede. Nein, das steht da nicht. Da steht nur Schmied. Das ist kein Mittelaltermarkt, Zoe. Mal schauen. Irgendwas mit einer Bibliothek. Hallo. Ich bin hier wegen der Bibliothek? Ich weiß, das ist ein komischer Begrüßungssatz, aber jemand hat mir gesagt, das sei... Na gut, das heißt wohl, dass wir reingehen. Ja. Was wohl jetzt passiert? Na, wir werden es gleich rausfinden. Hoffe ich zumindest. Hami weiß es. Weiß was genau? Dass Kien noch lebt.
Und der Schatten weiß, was er dem General sonst noch erzählt hat. Sie haben geredet? Meine Leute haben gesehen, wie der General den Maschinenraum an den Grünanlagen betrat. Alvane wurde kurz darauf beim Verlassen des Hauses entdeckt. Sie waren da drin allein mit einem der Techniker. Ferdus ist sein Name, glaube ich. Er ist nirgends aufzutreiben. Hami muss ihn irgendwo verwahrt haben. Einen Zeugen. Er weiß also, dass du ihn belogen hast. Noch wird er dir das nicht vorhalten. Nicht, bis er weiß, warum und was wir vorhaben. Ja, Hami ist schlau wie eine Felsenschlange und doppelt so tödlich. Wir müssen ihn loswerden. Mutter Utana auch. Er hat es ihr sicher gesagt. Die sind wie Pech und Schwefel. Die einzige Frage ist, ob sie die Erste informiert haben. Nicht ohne weitere Beweise. Noch ist Zeit. Ihr redet von einem Mordanschlag. Willst du was anderes empfehlen? Wir haben schon lange Grenzen überschritten, Vemmen. Es gibt kein Zurück mehr. Ich kann nicht einfach in Hamis Gemach spazieren und ihm die Kehle durchschneiden. Es muss wie ein Unfall aussehen. Die Zeremonie. Sie findet erst in einer Woche statt. Wir können es uns nicht leisten zu warten. Wir können es uns nicht leisten, die Sache zu überstürzen. Bis er konkrete Beweise für unseren Verrat hat, wird der General seine Untersuchungen fortführen. Also die Zeremonie. Wir töten beide und lassen es wie das Werk des Widerstands aussehen. Aber für den Fall, dass er vorher handelt, muss ich bereit sein. Ich muss jene informieren, deren Treue zu... Psst. Komm her, mein Liebling. Keine Sorge. Wir werden das überleben. Wir überleben immer. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt zu scheitern. Der Apparat wird unser sein. Das Nordland wird unser sein. Die Leute des Generals werden sich nach Asadia zurückziehen. Der Rat wird keinen weiteren Feldzug beginnen. Das kann er sich nicht leisten. Ihm fehlt die Unterstützung des Volkes. Und dann, endlich, werden wir triumphierend mit dem Licht der Göttin zurückkehren und unsere Feinde vernichten. Wir herrschen über Asadia, wie schon immer geplant. Wir werden nicht scheitern, Liebster. Ich werde Kaiserin sein und du mein oberster Kommandant. Das ist der Wille der Göttin. Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß es. Okay. Ja. Dass die Verräter sind, das haben wir ja schon... Das wissen wir ja schon von Anfang... Huch. Das wissen wir ja schon von Anfang an. Was ist das für ein Ort? Wohin bringt ihr mich? Kann jemand bitte mal was sagen? Ihr seid der Widerstand, stimmt's? Wisst ihr, statt mich zu entführen, hättet ihr auch einfach nett fragen können. Ich wäre mit euch gekommen. Ich wollte mit euch kommen. Immer noch kein Wort? Na schön. Bringt mich zu eurem Anführer. Das wollte ich schon immer mal sagen. Die Hirtin hat zu tun. Sie wird später mit dir reden. Jetzt sprecht ihr also doch mit mir. Gut. Ich möchte... Moment mal. An den Mann erinnere ich mich. Ist das nicht... Hör auf zu reden und geh weiter. Aber ich kenne ihn. Halt den Mund. Auf keinen Fall. Nein. Ihr könnt Markuria jetzt nicht verlassen. Wenn ihr nach GN reist... Was, wenn sie euch entdecken? Sie werden euch töten. Dann töten sie mich eben. Die Risiken sind mir bewusst, Eno. Ich weiß, dass ihr ihn beschützen wollt. Und das ist lobenswert. Aber er ist ein einzelnes Kind. Wenn ihr umkommt, was machen wir dann? Ihr macht weiter. Ihr seid jetzt stärker. Ihr könnt gegen sie kämpfen. Ihr wisst, dass das nicht stimmt. Der General hat weitere Truppen aus Asadia mitgebracht.